Dann kann es losgehen. Bitte nehmen. Bitte mich alle nehmen. Gut, los. Legal, illegal. Das sind keine Begriffe mehr, wie es uns nackt überleben Gott. Verstorben? Ja, das ist gestorben. Sie glauben, der ist gestorben? Da bist du. Wenn Jonathan Kreutner und sein Vater Robert den Film Die Akte Grüninger ansehen, blicken sie auf ihre eigene Familiengeschichte. Geht schon. Der kann uns doch hier nicht einfach so stehen lassen. Ida. Mein Mann sagt, dass ihr das Kind krank ist. Ja, ziemlich bewegende Bilder. Es ist natürlich schon sehr bewegend, meine Großeltern zu sehen, eigentlich die ganze Geschichte so live mitzuerleben und mitzufühlen. Jonathan Kreutners Großeltern kamen 1938 an die Schweizer Grenze. Halt! Schweizer Grenzwacht! Gehen Sie zurück! Bitte, lassen Sie uns rüber! Ich habe gesagt, Sie sollen zurück! Ja, also, was mich, das sind zwei Sachen, die mich interessieren. Sicherlich, was ist genau passiert in dem Moment nach der Szene, wo mein Großvater zusammengeschlagen wurde? Was ist passiert, wo Sie in die Schweiz gekommen sind? Wie sind Sie in die Schweiz gekommen? Und was war der wahre Grund am Schluss, gewesen, dass Sie wirklich in der Schweiz haben können bleiben konnten? Und wer Ihnen wirklich am Schluss geholfen hat und wer verantwortlich war dafür, dass Sie haben können bleiben in der Schweiz? Robert Kreutner war noch ein kleines Kind, als seine Eltern in der Nacht den Alten Rhein passierten. Er selbst, so erzählte es ihm seine Mutter, hatte an diesem Tag hohes Fieber. Seine Familie stand kurz davor aufzugeben, als sie von einem Schweizer Grenzwächter angehalten wurden. Ist das also die Stelle, wo Großeltern gekommen sind? Also da in der Nähe muss es gewesen sein. Das war im November 1938, nach der Kristallnacht, wo der Grossvater, mein Vater, dein Grossvater, schwer verletzt worden ist. Am 29. November haben sie sich zur Flucht entschlossen, sind mit dem Zug bis auf Feldkirch gekommen und von dort zu Fuß. Und da haben sie es allbot versucht, zum Überkommen. Das ist nicht gegangen, 5, 6, 7, 8 Mal. Und am Schluss, wo das letzte Mal war, ist, wo der Grenzwächter Eigenmann gehört hat, dass ich als Kind sehr gross geschrien habe, Lärm gemacht habe. Es war in der Nacht, er kam mit seinem Hund und hat uns dann gesagt, wir sollen mit ihm mitkommen. Weil meine Mutter ist da gestanden im Wasser, das ist irgendwas, hat sie das Einzige, was sie mir erzählt hat. Und sie hat gesagt, jetzt gehe ich nicht mehr zurück. Man kann sie verschiessen, aber ich gehe nicht mehr zurück. Weil wenn wir zurückgegangen wären, wäre es ganz sicher eine Station, eines der Konzentrationslager gewesen. Grenzwächter Eigenmanns Vorgesetzter war Kommandant Paul Grüninger. Er half den Grenzgängern und rettete so tausende Menschenleben. Ich habe zwei Funktionen. Ich bin einerseits der Enkel von Flüchtlingen und Sohn von Flüchtlingen, die über den Alten Rhein gekommen sind und gerettet worden sind, am Schluss auch vom Grüninger. Und gleichzeitig bin ich zurzeit Generalsekretär vom Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebund, wo damals auch schon existiert hat, während und vor dem Krieg und nach dem Krieg natürlich, und auch eine Rolle gespielt hat natürlich in der Flüchtlingsrettung. Die Frage ist eigentlich offen, welche Rolle eigentlich nachher vor allem die Schweizer Juden gespielt haben nach dem Krieg. Also während dem Krieg war es wahrscheinlich auch eine ganz räumliche Rolle. Weiss man nicht so genau, aber sicherlich nach dem Krieg, was ich so weiss jetzt und so gehört habe, habe ich schon das Gefühl, dass man hätte ihm mehr können Ehre zollen, auch seine Heldentaten mehr können ehren. Paul Grüninger hat eine Tochter, die noch lebt, Ruth Rodunner, und sie hat einen Enkel, Dieter Rodunner. Und ich glaube, die zwei wissen sicher Bescheid, wie sich der Herr Paul Grüninger nach dem Krieg
gefühlt hat oder auch gerade unmittelbar nach der Verurteilung in den 30er Jahren. Ich glaube, sie werden sicher Bescheid wissen, wie ihre Lage war und sie werden vielleicht auch wissen, wer sie unterstützt hat und wer nicht. Was war dein Grossvater für ein Mann? Also, wenn ich mich jetzt versuche, zu erinnern, dann habe ich einen sehr liebenswürdigen, menschlichen Grossvater. Erinnere auch das, was er wahrscheinlich gezeigt hat, seiner ganzen Haltung, wo er die Flüchtlinge hineingelassen hat. Es ist schon so, dass man natürlich nach so langer Zeit gewisse Erinnerungen verliert. Das ist normal, denke ich, denn es sind jetzt doch schon mehr als 40 Jahre her. Die Geschichte hat ja ihren Anfang genommen, St. Gallen, im Arbeitsort, oder, wo er geschafft hat. Das war da irgendwo, oder? Ja, ich hatte mal sein Büro. Und sie haben auch sehr nahe gewohnt. Also gerade ein bisschen von da aus gesehen, auf der rechten Seite, im Haus zur Moosburg. Die Flüchtlinge sind daher gekommen, in das Gebäude? Also ich gehe davon aus, dass das so war. Also meine Großeltern hätten in dem Fall auch da gewesen sein? Wahrscheinlich. Sie sind ja dann, glaube ich, so wie ich mich erinnere, vom Film zuerst in Diepels aufgenommen worden. Aber nachher mussten sicher auch mal eine Vorstellung wären. Und also, sie sind sicher im Büro vom Großvater gewesen. Also da sind so wegweisige Entscheidungen getroffen worden, in dem Büro da vorne? Richtig. Also. Einmal rausschauen. Danke. Also. Das ist spannend, wenn man also siehst, ist heute noch eine würdige Kulisse, wenn man schaut. Da das Haus dürfte ja damals schon gestanden sein. Das ist eine Anweisung. Wer hat Ihnen die Anweisung erteilt? Der Herr Regierungsrat Kehl. Das ist ein Befehl. Ob es wirklich eine Verhaftung war, in dem Moment, kann ich nicht sagen. Aber mindestens hat man ihm, wo das Urteil gefällt worden ist, dass er entlassen wird, hat man ihm den Zutritt in das Büro verwehrt. Also das ist das, was ich mich erinnern. Weißt du, wie er sich dabei gefühlt hat? Hat er jemals darüber geredet? Das ist doch eine relative Erniedrigung, wenn man dann in seinen eigenen Arbeitsort nicht mehr rein darf. Das ist sicher eine Erniedrigung. Er hat ja seine Uniform abgeben. Also ist auch rein äußerlich eine Degradierung. Und natürlich dann plötzlich das Bewusstsein, jetzt habe ich keine Arbeit mehr. Oder? Auch die Dienstwohnung, in der Grüninger samt Familie lebte, musste aufgegeben werden. Wurde er von allen Seiten fallen gelassen? Weißt du, wie das von offizieller jüdischer Seite war? Ich meine, nach der Zeit, wo sie ja nicht mehr da haben können, hast du da eine Ahnung dazu? Sehr viel ist wahrscheinlich nicht passiert. Ich konnte dann auch mal im Prozess die noch lebenden jüdischen Flüchtlinge fragen. Und sie haben einfach eigentlich auch gesagt, sie hätten selber nicht gewusst, was mit der Polizei nachher passiert ist. Aber ich denke, da müsste ich vielleicht einfach die Mutter mal direkt fragen, okay. Dann würde ich mehr darüber erfahren. Ruth Roduner lebt heute in einem Altersheim in Herburg. Lange Zeit war sie selbst die treibende Kraft hinter den Rehabilitierungsversuchen für ihren Vater. Darüber hinaus war es Ruth, die ihre Familie mit ihrer Arbeit versorgen konnte. Denn Paul Grüninger bekam als Verurteilter weder Arbeit noch Rente. Und ich konnte dann zu den Sternbuch arbeiten. Ich hatte wenigstens einmal ein Pöstchen. Ich habe also 120 Franken verdient im Monat
kann man nicht mit Hüpfen vergleichen, aber es war also schon sehr wenig gewesen, weil die Wohnung, die meine Eltern dann mussten, in dieser Zeit oder sind dann mussten raus aus dieser Dienstwohnung, wo man vorher war. Die Wohnung hat 100 Franken gekostet im Monat und ich habe 120 verdient. Also, und der Vater hat nichts verdient. Also, ich weiß auch nicht mehr. Wir haben nachher später manchmal gesagt, wie haben wir es auch gemacht, oder? Haben Sie noch andere Leute unterstützt? Ja, haben uns überhaupt niemand unterstützt. Überhaupt niemand. Auch die Juden nicht, oder? Nur, dass wir jetzt die Sternbücher angestellt haben. Und dann haben sie, auch mein Vater, das waren die Einzigen, die wenigstens ein bisschen guten Willen hatten, um ein bisschen zu helfen, oder? Ja. Was noch, ich noch gelesen habe in der Akte, ist, dass man schon damals in den 70er, Ende 60er von einer Rehabilitierung geredet hat. Ja, haben ja. Sie davon etwas gewusst, dazumal? Ja. Man hat schon nicht gewusst, und sind natürlich verschiedene Vorstöße gemacht worden, oder? Aber die sind immer abgelehnt worden. Damals? Ja, ja, ich weiss nicht, 5 oder wie viel, oder? Mhm. Hat immer geheißen, ja, das existiert nicht, die Möglichkeit im Kanton St. Gallen, im Gesetz oder so, dass man da könnte noch darauf zurückkommen. Natürlich auch verjährt und weiss nicht was. Also, man hat einfach alle Ausreden gehabt. Es gab aber auch immer wieder Menschen, die Gerechtigkeit für Paul Grüninger forderten. Allen voran Stefan Keller und Ständerat Paul Rechsteiner. Am Kreisgericht St. Gallen, an dem Grüninger 1940 verurteilt wurde, sollte der Fall neu aufgerollt werden. Die Regierung hat einfach behauptet, St. Gallen kenne das Institut der Rehabilitierung nicht, wir können nichts machen. Es sei so, dass wir halt nicht auf die damaligen Zustände können zurückkommen und das Verhalten damals. Und das ist abgelehnt worden. Es war ein Postulat von mir im Grossen Rat. Ein zweiter Anlauf ist dann 5 Jahre später. Ich war inzwischen bereits im nationalen Parlament und durch den St. Galler Kantonsrat Hans Fessler. Ist erfolgt ebenso gescheitert, aber daraus hat dann immerhin resultiert die Gründung vom Verein Gerechtigkeit für Paul Grüninger. Erst 1995 wurde Paul Grüninger hier postum in einem feierlichen Prozess freigesprochen. Einerseits ist mir eigentlich klar, dass die Schweiz und auch die Schweizer Juden nach dem Krieg versäumt haben, den Grüninger zu danken, zu unterstützen und ihm zu helfen. Das versteht man zwar aufgrund des politischen, finanziellen Drucks. Und ich glaube, auch wenn man alles irgendwie mit historischen Gegebenheiten kann erklären kann, es bleibt menschlich nicht ganz verständlich. Auch für die Tatenlosigkeit des SIG, des Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebundes, bleibt das Unverständnis. Es ist tatsächlich vergessen gegangen und ich verstehe es selber eigentlich auch nicht. Also aus heutiger Sicht kann ich es überhaupt nicht verstehen. Vielleicht hat man einfach nach dem Krieg genug gehabt, hat einfach nicht mehr wollen an Krieg und an Flüchtlinge und an Holocaust denken und sich einfach auf die Zukunft ausrichten. Aus heutiger Sicht, wie gesagt, ist es für mich unverständlich. Hätte man damals gelebt, wäre man vielleicht anders gewesen, aber aus heutiger Sicht ist es, wie gesagt, ich kann es nicht verstehen, dass man da innen geirrt hat, dass man innen geschaut hat, auch wirtschaftlich, finanziell. Er war einfach irgendwo unbedeutend worden. Und es wäre sicher schöner gewesen für unsere Gemeinschaft und für ihn und auch für das Leben in der Schweiz, wenn man die Person damals schon gewürdigt hätte. Spielte da vielleicht auch das Gerücht eine Rolle, Grüninger selbst wäre ein Nazi-Sympathisant gewesen? Also ich halte überhaupt nichts zu diesen Gerüchten und ich glaube auch alle meine Vorgänger haben noch nie etwas davon gehalten. Tatsache ist, dass es viele seriöse Historiker gegeben hat, die über Grüninger recherchiert haben und geschrieben haben und keiner hat das überhaupt je in Erwägung gezogen und darüber berichtet.
Wenn es jemanden gibt, der weiss, wie sich der Essige in den Jahren 46 bis 70 mit dem Grüninger auseinandergesetzt hat oder nicht auseinandergesetzt hat, dann ist das Hanna Einhaus, ist eine Journalistin. Die kennt die Akten aus dieser Zeit vom SIG wahrscheinlich sehr, sehr gut. Spannend. Ja, sehr. Ich kann da einiges nachher präsentieren. Oh, ich bin gespannt. Ich laufe gerade an. Ja, sicher. Ja. Was steht am Schrank? Irgendwo hier muss das sein. So, das ist die Schachtel. Ja. Jetzt, das ist das entsprechende Dossier. Eben ja. 20. November 1938. Genau. Das stimmt in dem Fall. Ja. Hast du von dem schon mal gehört? Das Datum haben wir gekannt, aber wir haben nie einen Beweis gehabt. Und jetzt ziehe ich es schwarz auf weiß eigentlich. Ja, und eben die Polzau, oder? Ja, das ist eigentlich klar. Ja. Das ist ja hochinteressant. Da kannst du jetzt eben die ganze Akte kann man da durchblättern. Aber ich glaube, jetzt das ist 1945 oder noch länger. Das ist dann beeindruckend. Ja. Ja, das war also das. Genau. Also komm, wir nehmen es mal mit führen. Meine Großeltern sind ja hauptsächlich auch da geblieben wegen Paul Grüninger. Was gibt es eigentlich für Dokumente zum Paul Grüninger nach dem Krieg? Gibt es da irgendetwas überhaupt? Da müsste doch irgendwo etwas sein, oder? Dort habe ich einfach die Akte Grüninger, die setzt auch relativ spät ein. Und jetzt in der Akte Grüninger da in den 60er Ansätzen, hast du da irgendetwas gefunden? Ja, das Thema Grüninger, also jetzt bezogen wieder auf jüdische Quellen, das ist vor allem dann aufgekommen Ende 60er Jahre. Dort ist er im Kanton St. Gallen rehabilitiert worden, wobei rehabilitiert nur teilweise, nämlich mehr im moralischen Sinn, aber nicht materiell. Grüninger hat ja erbärmlich arm gelebt, wirklich kleine Renten bekommen. Und man hat mindestens von Leuten, die ihn kennen, immer gehofft, dass er auch materiell besser dastehen könnte. Aber es ist dann nie so weit gekommen. Und der SIG ist dann auch von außen eigentlich angefragt worden, ob er nach der Rehabilitation, der ersten moralischen vom Kanton St. Gallen, auch könnte ein Stück weit einem Grüninger entgegenkommen. Interessanterweise hat dann aber zum Beispiel eine Zeitung wie die Nationalzeitung es geschafft, innerhalb von einer Woche eine Sammlung von 25'000 Franken herzubringen. Also es hat dann doch geklappt? Es hat geklappt. Also einfach die Bevölkerung hat sehr wohl die Bereitschaft gehabt, aber die institutionelle vom SIG ist dann doch nicht gekommen, unter anderem schon auch mit der Begründung oder Rechtfertigung, dass es juristisch jetzt nicht möglich wäre, bei dieser Rehabilitation sich noch besser einzubringen. Danke. Sind Sie mit den Frauen ins Bett? Haben Sie sie drum reingelassen? Ich komme aus Ihnen nicht mehr raus, Herr Grüninger. Sie müssen mir etwas erzählen. Das sind keine andere Lösung mehr, als Ihnen kleine Hinweise zu lassen. Was Sie hier gemacht haben, ist ein absoluter Irrsinn. Und für die Zukunft, haben wir etwas gelernt vom SIG und für die Zukunft aus dem? Ja, ich glaube, es ist wichtig, es ist mir vor allem wichtig gewesen, nachdem wir wirklich während zig Jahren eigentlich darüber geschwiegen hat und eigentlich auch die Fehler, die der SIG gemacht hat, unmittelbar nach dem Krieg, nie thematisiert hat von unserer Seite. Und ich fand, es ist wichtig, dass wir mal dazu stehen und das klar auch der Öffentlichkeit anzeigen. Da hat man also den Grüninger nachher geehrt mit einer Tafel. Mhm. Und da vorne sind Oma und Opa über der Reihe, oder? Genau, da vorne. Da sind wir, ja. Gelernt habe ich eigentlich aus dieser ganzen Geschichte, ist, man kann alles historisch erklären und es bleibt einfach
menschlich gesehen manchmal vielleicht unverständlich und ich glaube wichtig ist, und das finde ich auch ganz entscheidend, dass es eben Zeitzeuge sind und ihre Geschichte von diesen Zeitzeugen und Schicksal von diesen Zeitzeugen, sei das Schicksal von meinem Vater, sei das Schicksal von der Ruth Rodun, die sind einzigartig. Er war ein Held und als das muss man ihn natürlich auch in Erinnerung behalten. Und man darf auch nicht vergessen, was auch dazwischen war und dass er eben auch zu Lebzeiten leider die Dankbarkeit und die Ehre nicht zuteil bekommen hat. Und ich glaube, es ist nie zu spät, eben so Fragen sich zu stellen. Es ist nie zu spät, sich auch selber damit auseinanderzusetzen. Und das werden sicherlich noch viele Leute nach mir auch machen. Natürlich, nicht jeder kann ein Held sein. Aber sind wir mutig genug, einen Helden als solchen auch zu erkennen